Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Schön, dass auch du vorbeigekommen bist. Geht es dir eigentlich auch oft so, dass die letzte Masche beim Stricken einfach nicht gut aussieht? Die ist irgendwie so labbrig und passt eigentlich so gar nicht zum Rest. Und was du machen kannst, damit deine letzte Masche beim Stricken in Reihen besser aussieht, das zeige ich dir in diesem Video. Ich habe hier schon ein Probestück vorbereitet und ich zeige noch einmal in ganz schnell, wie ich meine Maschen so abkette. Also ich stricke hier eine Masche und ziehe die erste über die zweite drüber. So, also eine Masche normal stricken und dann die erste über die zweite ziehen. Und hier sind wir schon am Ende angelangt. Also hier habe ich noch eine Masche und ich stricke die letzte Masche, die übrigens sehr oft schon etwas vergrößert hier da liegt. Also wenn du dir diese Schlaufe von der Nadel anschaust, die ist recht klein und die ist jetzt schon recht groß geworden. Und das ist mit ein Grund, warum die letzte Masche nicht so gut aussieht. Und ich werde diese jetzt ganz normal abstricken und abketten. So stricken sicher viele von euch die letzte Masche ab. Also ganz normal eine rechte Masche und die erste über die zweite ziehen. So, die ziehen wir drüber. Und du siehst hier schon das Problem, hier ist irgendwie zu viel. Dann schneidet man den Faden ab, vergrößert die Schlaufe und zieht den Faden hier noch einmal durch. Also hier nehme ich den Faden und ziehe ihn durch. Und nun werde ich dir zwei Möglichkeiten zeigen, wie du das verhindern kannst. Ich habe da ein weiteres Probestickerle und stricke bis zum Ende der Reihe. Drei Maschen habe ich hier noch. Du siehst, ich mache das ganz normal. Ich kette das wieder ganz normal ab und hier ist meine letzte Masche. Ich gebe mir hier diesen Faden, hier siehst du das, hier diese Schlaufe mit auf die Nadel. Also ich nehme mir den her und gebe den mit auf die Nadel, nämlich so schnell wie möglich, damit ich nicht diese Schlaufe jetzt größer ziehen kann. Also wenn die größer gezogen ist, dann wird das alles nicht so gut. Ich fahre einfach nur hinein und gebe mir die auf die linke Seite und werde das dann verschränkt abstricken. Der ein oder andere weiß sicher nicht, wie man verschränkt abstrickt. Also man strickt nicht so normal rechts ab, sondern kommt von der anderen Seite und strickt so rechts ab. Also, wie du sehen kannst, ich steche nun von rechts nach links ein in die zwei Fäden und stricke beide rechts ab, also die beide rechts abstricken. So, das sieht nun so aus. Also es sieht jetzt schon besser aus und dann ziehe ich den ersten über den zweiten Faden. Also den ersten über den zweiten ziehen. So sieht das Ganze aus, ist schon etwas besser. Dann schneide ich wieder den Faden ab, mache die Schlaufe größer und ziehe den Faden durch. Also ich schaue mir beide Versionen an. Das ist unsere langgezogene Masche und die habe ich soeben gestrickt. Also es ist schon einmal ein riesen Unterschied, aber es geht noch besser. Und ich habe mir hier wieder so ein Stückerle hergerichtet. Ich kette das wieder normal ab. Also ganz normal abketten, wie wir es gewohnt sind. Und jetzt zum Schluss bei den letzten zwei Maschen ganz vorsichtig sein. Diese zwei Maschen nicht größer ziehen. Also so wenig wie möglich die Masche größer ziehen beim Einstechen. Ganz vorsichtig die abstricken und die auch nicht größer ziehen. Also die festhalten, dann die drüber ziehen und die noch einmal abstricken, vielleicht sogar rechts verschränkt, damit die nicht größer gezogen wird. Also entweder normal oder rechts verschränkt. Dann einfach ganz normal abketten, die drüber ziehen. Mache meine Schlaufe wieder größer. Ziehe den Faden durch und nun
lege ich mir diese Schlaufe so zurecht, wie ich es möchte. Ja? Also ich ziehe das nicht so zusammen, sondern ich lege den mir ganz gut zurecht, meistens eher so runter und schummle so ein bisschen. Ne? Also du siehst, das sieht dann so aus und da passe ich ganz drauf auf, wie ich den ziehe. Die Schlaufe verläuft jetzt so herum. So sieht man das auch. Das ist die Schlaufe und ja, da schaut schon ein bisschen von der Masche raus. Das ist voll okay und ich ziehe es fester. Siehst du, das ist noch immer meine Schlaufe. So. Und so sieht jetzt meine letzte Masche aus, die ich dann noch wunderbar vernähen kann, dass es wirklich auf beiden Seiten fast gleich ausschaut. Ich passe einfach auf, wie ich die letzten zwei Maschen stricke und lege mir dann die Schlaufe zurecht. Mehr mache ich wirklich nicht. Hier im Vergleich, das war ja schon die vorige Version, man sieht gerade mit der dicken Wolle hier einen Unterschied. Und zum Schluss im Vergleich noch einmal die langgezogene labbrige Ecke. Also das ist schon ein richtiger Unterschied. Und falls du dich fragst, wie ich das mache, wenn ich nur rechte Maschen stricke, also kraus rechts stricke, dann mache ich das gleiche wie vorhin. Ich kette ganz normal ab und dann die letzten zwei ganz, ganz behutsam. Also ich steche ganz locker nur ein und schaue, dass ich die Schlaufen nicht vergrößere. Heb die noch einmal drüber und bei der mache ich das gleiche. Also ich stricke die normal, ganz normal rechts ab. So. Dann hebe ich die noch mal drüber. Ich schaue, dass die sich auf keinen Fall vergrößert, diese Schlaufe. Heb die eben drüber. Schneide hier den Faden ab. Und ich ziehe den Faden hier durch die Schlaufe. Gehe noch immer sehr behutsam damit um, dass sich ja nichts größer zieht. Lege mir diese Schlaufe zurecht, also dass die so rundherum kommt. Also die soll schön zurechtgelegt sein. Ich kann das natürlich schneller schon, aber du sollst ja auch mitbekommen, was ich so mache. So, eigentlich lege ich sie mir mit den zwei Fingern so runter und ziehe die fest. Und so sieht meine letzte Kraus-Rechts-Masche aus. Die sieht auch sehr toll aus. Man sieht nur den Knoten und den kann man mit dem Vernähen wunderbar verstecken. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für dein Feedback, vielen Dank für dein super Thanks und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Andrea.